Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, die weltweite Fettsuchtpandemie bedroht ja nicht nur uns Erwachsene, sondern zunehmend auch unsere Kinder und das mit besonders schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen. Denn fettleibige Kinder haben, wie jetzt auch ganz neue Untersuchungen zeigen, ein deutlich erhöhtes Risiko, schon im frühen Erwachsenenalter ernsthafte Erkrankungen, insbesondere auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu erleiden. Wie wir unsere Kinder mit einfachen Mitteln vor vermeidbaren Schicksalsschlägen im späteren Leben schützen können, darüber sprechen wir jetzt. Wenn Sie in den letzten Jahren wenigstens einmal ein Kinderparadies im Kaufhaus von innen gesehen haben oder auf einem Jahrmarkt eine Kinderhüpfburg erblickt haben, dann ist Ihnen ja bestimmt auch aufgefallen, dass nicht nur wir als Gesellschaft insgesamt immer dicker werden, sondern dass die weltweite Fettsuchtpandemie leider eben auch vor den Kleinsten in unserer Gesellschaft nicht Halt macht. Die Zahlen sind alarmierend. Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen nimmt brutal zu. Laut Weltgesundheitsorganisation der WHO waren 1975 noch weniger als 1% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 19 Jahren fettleibig. 2016 lag der Anteil bei Mädchen schon bei 6 und bei Jungen bei 8%. Und das war vor 7 Jahren bei aktuell weiter steigender Tendenz. Leider sind die vielen Extra-Kilos eben nicht nur ein bisschen harmloser Babyspeck, der sich dann schon irgendwann wieder auswächst, sondern ganz im Gegenteil, fettleibige Kinder und Jugendliche haben deutlich schlechtere Karten, was die Chance auf ein langes, gesundes Erwachsenenleben angeht. Präventivmediziner und Adipositas-Experten haben jetzt erst kürzlich im European Journal of Preventive Cardiology Alarm geschlagen und davor gewarnt, dass betroffene Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko haben, im Erwachsenenalter frühzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Im Klartext heißt das, schon vor Erreichen des Erwachsenenalters entwickeln immer mehr junge Menschen Bluthochdruck, zu hohe Blutfettwerte und Diabetes und landen dann ganz leicht in der Abwärtsspirale von Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. Hier einmal die nackten Zahlen. Im Vergleich zu normalgewichtigen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, in der Lebensmittel Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, bei Kindern mit einem erhöhten Körpergewicht um 40% erhöht. Und wenn dann noch zu dem erhöhten Körpergewicht weitere Risikofaktoren dazukommen, wie Rauchen, erhöhter Blutdruck oder erhöhte Blutfettwerte, dann potenziert sich das Risiko und betroffene Kinder haben dann später in ihrer Lebensmitte ein 2- bis 9-fach erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Okay, klingt alles schrecklich, ist es auch, aber jetzt fragt man sich natürlich, gerade wenn man wie ich Vater von 2 blutjungen Kindern ist, wie können wir unsere Kinder schützen? Zunächst einmal sollten wir uns natürlich klar machen, dass das Verhalten, das in der Kindheit erworben wird, im Erwachsenenalter meistens beibehalten wird. Und deswegen ist das so ein extrem wichtiges Zeitfenster für die Zukunft unserer Kinder. Wir sollten eben alles versuchen, um die Weichen hier gleich richtig zu stellen. Und das fängt natürlich an mit einer, wie ich immer so schön sage, artgerechten Ernährung aus echten, unverarbeiteten, vornehmlich pflanzlichen Nahrungsmitteln, die wir so oft es nur irgendwie geht, selber, am besten gleich zusammen mit unseren Kindern zubereiten sollten. So können wir sie dann nämlich am effektivsten vor hochverarbeiteter, hochkalorischer Industrienahrung schützen, die wirklich unnatürliche Kombinationen und vor allem auch Konzentrationen an Zucker, Fett und Salz enthält und für die unsere Evolution unseren schönen Körper einfach nicht gemacht hat. Und wenn Sie dann auch Anregungen brauchen, zum Beispiel wie man herzgesunde Pausensnacks und Schulbrote für seine Kinder zubereitet, da gibt es wirklich eine Menge toller Ideen, die die Herzstiftung für Sie aufbereitet hat. Der zweite Elefant im Raum ist aber unsere zunehmende körperliche Inaktivität und das insbesondere auch bei unseren Kindern. Aktuell erreichen nur 22% der Mädchen und 29% der Jungen zwischen 3 und 17 Jahren die Bewegungsempfehlungen der WHO von mindestens einer Stunde mäßiger bis anstrengender körperlicher Aktivität pro Tag. Und das Problem verschärft sich natürlich mit steigendem Alter. Die Deutsche Herzstiftung hat diese Entwicklung bereits früh erkannt und im Jahr 2006 das Schulprojekt Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule ins Leben gerufen. Und mithilfe des Seilsprings möchte die Herzstiftung bei Kindern die Freude an der Bewegung wecken und bietet interessierten Schulen bundesweit kostenfreie Einführungsworkshops sowie Materialpakete zum eigenständigen Durchführen in der Schule an. Und das Ganze scheint tatsächlich eine echte Erfolgsstory zu sein. Über 22.000 Workshops wurden bereits mehr als 1,4 Millionen Kinder erreicht. So, und heute darf ich mich mal persönlich von diesem Projekt überzeugen und deshalb habe ich die Sportwissenschaftlerin Juliane Neumann auf einem ihrer Skipping Heart Workshops in die Justus von Liebig Grundschule im schönen Berlin Friedrichshain begleitet. Schauen wir mal rein.
So, ich sitze hier neben Juliane Neumann und wir haben gerade einen wundervollen Workshop Skipping Hearts mit wie vielen Kindern zusammen abgehalten? 21 Kinder. Und ich muss der Juliane wirklich ein Kompliment machen. Also diese Begeisterung, die sie darüber gebracht hat, wirklich jedes Kind hast du mitgerissen. Es gab kein einziges, was nicht mitgemacht hat. Also ich würde fast sagen, hier in Friedrichshain, Berlin, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein, was Kinder und Bewegung angeht. Die Kinder waren echt fit und hatten Lust. Die hatten vor allem Lust und haben es ausprobiert und haben ganz viele tolle Erfolgserlebnisse gesammelt, finde ich. Also wir haben eine tolle Vorführung jetzt am Ende noch gemacht und dann haben auch die anderen Klassen mitbegeistert. Ich glaube, das lief ziemlich gut. Jetzt ist das Skipping Hearts Projekt ja angetreten, um diesen Riesenproblem der zunehmenden Adipositas, auf Deutsch Fettsucht, die auch bei Kindern und Jugendlichen immer weiter um sich greift, dem gegenüberzutreten. Wie lange machst du dieses Projekt schon und wie siehst du das so im täglichen Alltag bei den Kindern? Also ich bin schon seit 2014 mit dem Team, ja, bei Skipping Hearts und ich denke, wir bieten halt mit Skipping Hearts einfach ein wirklich tolles Angebot und die Kinder können einfach eine ganz neue Erfahrung sammeln, weil im Alltag ist es einfach so, es ist einfach nicht mehr so üblich, dass es so viel natürlichen Bewegungsdrang gibt. Es gibt ja viele andere Reize, ja. Computer, Handy und Co. Ja. Und so kommen wir wirklich mal als Externe in die Schule und sagen hier, Lust auf Seilspringen und auch wenn es vorher nicht klappte, ne, sammeln die wirklich eine positive Erfahrung. Und darum geht es ja, dass man Sport, Bewegung mit was Positivem verknüpft. Und dann bleibt es in Erinnerung und dann hat man auch zukünftig mehr Lust auf Neues und ist offener. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und ich glaube, das haben wir heute auch ganz gut. Das heißt, du stellst hier die Weichen für die sportbegeisterte Zukunft der Kinder. Und was ich wirklich toll finde, das hat man eben auch gesehen, man muss die Kinder ja gar nicht zur Bewegung überzeugen. Die haben ja noch eigentlich diesen Bewegungsdrang. Man darf ihn nur nicht verkümmern lassen. Definitiv. Einfach Angebote machen, Ideen bieten und einfach ja, Hilfestellung natürlich auch geben und motivieren, loben und einfach begeistern. Einfach auch den Spieldrang fördern, einfach ausprobieren lassen, die Kreativität nutzen. Und ja, und somit ist das einfach dann ein tolles Erlebnis. Juliane, was kannst du denn den Eltern da draußen raten, die jetzt vielleicht eher das Problem haben, dass die Kinder nicht auf den Bolzplatz wollen, sondern den ganzen Tag vor der PlayStation hängen? Wie kriegt man sozusagen als verzweifelte Eltern die eigenen Kinder in die Bewegung? Ah, gute Frage. Ist ja immer gar nicht so einfach, oder? Gute Frage. Was habe ich für einen Tipp? Naja, einfach, ich glaube, wenn die Eltern selbst Vorbild sind und sagen, ich mache es, ich gehe raus und ich bin einfach Vorbild, ich mache das. Ich habe Spaß an Bewegung, ich mache das, was mir Freude bereitet. Und dann ist man schon mal ein gutes Vorbild und zieht die Kinder automatisch vielleicht mit. Oder man sollte seinem Kind auch einfach mal gut zuhören und einfach Angebote machen und so gucken, was sind die Bedürfnisse, auf was haben die denn Bock und Lust? Und einfach vielseitig ausprobieren. Manchmal muss man wirklich durch verschiedene Sportarten sich auch mal so ein bisschen durchtesten, um dann zu gucken, okay, das ist was für mich. Sind es Ballsportarten oder ist es eher was ästhetisch-gestalterisches oder ist es Rugby oder ist es was auch immer. Am Ende geht es darum, dass man Spaß hat. Genau. Juliane, für die Eltern da draußen, mich übrigens eingeschlossen, die jetzt das super fanden beim Zuschauen, die vielleicht auch das ihren Kindern mal anbieten wollen, wie geht der nächste Schritt? Genau. Man meldet sich bei uns auf der Seite skippingharts.de einfach an für den Basic-Workshop. Hier eingeblendet. Jede Schule kann sich einmal im Schuljahr anmelden für eine Klasse und dann melden wir uns und versuchen natürlich, die vielen Nachfragen auch zu bearbeiten und dann in die Schulen zu wandern. Genau. Also einfach anmelden, skippingharts.de. Juliane, vielen Dank und ich hoffe, dass du dir diese Begeisterung erhältst und noch viele Kinder mitreißt. Das werde ich tun. Das ist, glaube ich, meine Berufung. Absolut. Das sieht man. So, ich stehe hier neben der lokalen Lehrkraft, Frau Scubella, aber ich darf Jenny sagen. Jenny, deine wievielte Skipping Hearts Aktion ist das heute? Meine erste. Wow, und was ist dein Eindruck? Super, macht Spaß und die Kinder sind dabei. Und ich habe auch was gelernt, finde ich gut. Ja, welchen Sprung hast du heute gelernt? Ich habe den gelernt, diesen und mit dem Liegestütz. Wenn man sich das hier so anschaut, dann denkt man, dass in Friedrichshain, Berlin-Friedrichshain, die Welt, was die Kinder angeht, noch in Ordnung ist, oder? Hier sind Kinder alle fit, in Shape, haben Spaß an der Bewegung? Haben sie größtenteils. Ja, doch, es macht ihnen Spaß. Und wir, also ich kann es jetzt nicht so sagen, dass alle jetzt nur noch vor ihren Handys sitzen, sondern wir haben viele Kinder, die Spaß an der Bewegung haben und noch mitmachen und auch Leistung bringen. Das ist ja das Schöne, von Natur aus haben ja Kinder auch den Spaß an der Bewegung. Aber siehst du denn so einen Trend in den letzten Jahren? Jetzt bist du noch sehr jung, bist wahrscheinlich noch nicht so lange dabei, aber... Doch, schon lange. Ehrlich? Und hast du da eine Veränderung gemerkt? Nee, kann ich nicht sagen.
Das heißt, Berlin, Friedrichshain widersetzt sich dem internationalen Trend. Was wir gemerkt haben, ist Corona. Also das war sehr hart. Und da haben wir tatsächlich aber auch Seilspringen gemacht. Weil das was war, wo alle Abstand voneinander hatten und wo aber alle auch richtig ins Schwitzen kamen. Das haben wir sehr viel gemacht in der Zeit. Das war so das Einzige, was möglich war. Konnten ja keine Kontaktsportarten machen, aber das war cool. Das heißt, ihr habt hier in Berlin, Friedrichshain nicht wie der Rest der Nation 4 Kilo zugenommen während Corona. Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, weiß ich nicht, aber wir haben unser Bestes gegeben. Super. Und was ist vielleicht für die Eltern da draußen, mich eingeschlossen, so ein Geheimtipp von dir als Sportlehrerin, wirklich für die Kinder für den Sport zu begeistern? Hast du so ein paar Kniffs und Tricks? Ich glaube, Vorbild sein und rausgehen, also auch selber, ich lege mein Handy zur Seite und ich gehe raus mit den Kindern in die Natur und bewege mich einfach so natürlich. Also es muss ja jetzt nicht sein, ich muss jetzt mal laufen gehen oder so, sondern dass sich das natürlich ergibt. Und also ich wohne auch oben wie ihre Oma. Das heißt, man läuft automatisch die Stufen hoch und dann kann man ja auch Spielchen machen, auch mit den Kleinen. Man muss sie nicht immer tragen. Also dass es einfach so ganz normal in den Alltag eingebaut wird, glaube ich, das ist das Geheimrezept. Und dass man selber Bock drauf hat und das so vermittelt. Macht ihr denn sonst auch ein bisschen Sport? Basketball, Ping-Pong, Badminton. Ich weiß nicht, ob das ein Sport ist. Basketball, Ping-Pong, Badminton und? Klavier? Ist es ein Sport? Klavier ist kein Sport. Was hast du für einen Sprung gelernt? Ich kann den Kreuzsprung am besten. Willst du den Kreuzsprung hier vor versammelter Kamera mal versuchen? Ja. Auf geht's. Du hast geschafft! Also, ich glaube, Sie haben gesehen, den Kindern und auch mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Schauen Sie doch vielleicht auch mal, ob das nicht ein Projekt sein könnte, was auch Ihr Kind und seine Schulklasse begeistern könnte. Mehr Informationen auch zur Anmeldung finden Sie hier unter diesem Link. Und mir als Vater von 2 jungen Kindern bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass wir es wirklich zu einem ganz großen Teil mit in unserer Hand haben, durch ein aktives Vorleben eines positiven und gesunden Lebensstils die richtigen Weichen für eine gesunde Zukunft unserer Kinder zu stellen. Und das macht übrigens gerade zusammen mit Kindern richtig viel Spaß, auch wenn es natürlich nicht immer klappt. In diesem Sinne, das war's schon wieder von meiner Seite. Bleiben Sie schön gesund und machen Sie es gut. Ihr Dr. Harder.